Also mein Name ist Rudolf Scharköse. Geboren bin ich am 11.11.1944 in Lackenbach im Roma-Lager. Können Sie erzählen über die Zwischenkriegszeit in Unterschützen, also wie das Leben damals war für die Roma? Ja, ich kann nicht erzählen, was meine Eltern gesagt haben, sondern was meine Mutter, der eine Elternteil, als Kind in Unterschützen erlebt hat. Das ist eine Weitererzählung, die über sozusagen meine Großeltern bzw. ihren Eltern erzählt hat. Das war für sie eine schöne Kindheit, eine geborgene Kindheit, wenn auch in Armut. Aber zu dieser Zeit lebten sehr, sehr viele Roma des Burgenlands in einer ähnlichen Situation. Aber sie konnten sich Kleintiere züchten, das heißt Hendeln, Hasen, sogar Schweineln. Mein Großvater war ein Oberschützen-Gemeindediener. Er hat dort für die Feldwege gesorgt, dass die befahrbar waren, beziehungsweise wenn im Sommer das Gras zu hoch geworden ist, hat er das abgemäht. Die älteren Söhne, die schon in arbeitsfähigem Alter waren, die haben mit ihm mitgearbeitet. Meine Großmutter hat in einem Gasthaus gearbeitet, wo eine Fleischerei mit dabei war. Und so hatten sie immer Arbeit oder auch im Sommer von den Waldfrüchten haben sie ihr Einkommen getätigt. Ein wesentlicher Einnahme, eine wesentliche Einnahme war das Musizieren. Großvater war Bassgeiger und seine Brüder waren auch Musiker, sodass es kaum in der Gegend kein Fest gab, wo sie nicht musiziert hätten. Und so gesehen war das Einkommen für die damalige Zeit annehmbar, guter Durchschnitt. Und von einer Verfolgung haben sie auch nicht erzählt. Also muss man sagen, aus dieser Erzählung her, dass es ein friedliches Nebeneinander gegeben hat. Meine Mutter hat mir auch erzählt, dass es auch bereits Anzeichen gegeben hat und auch Leute gesehen haben, wie sie an verborgenen Plätzen ihre Übungen durchgeführt haben, ihre paramilitärischen Übungen, und das waren die Nationalsozialisten. Der Tag, also auch im Vorfeld, einige in der Gemeinde wussten schon, dass es hier in der nächsten Zeit eine Veränderung für die Roma geben wird, denn einer ihrer Brüder hat sie mir erzählt, den haben sie Murado genannt, das war sein Spitzname, das heißt so viel wie der Rasierer, Friseur. Und den haben sie gesagt, er soll ehest rasch die Gemeinde verlassen, es wird sich was verändern. Und keiner glaubte daran, dass sie irgendwo verschleppt werden.